Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Little Nightmares. Und wir laufen einfach direkt weiter. In der letzten Folge sind wir ja mal wieder haarscharf dem alten Mann mit den langen Armen entkommen und ja, da ist er auch schon wieder. Wenn man vom Teufel spricht, will er einfach mal, ja, das ist jetzt natürlich nicht so toll. Das ist jetzt natürlich nicht so gut, du. Weiß ich jetzt auch nicht, ob ich jetzt schnell wieder laufen muss, wie immer, oder... Aber warum? Ja, das war mir... Okay. Aber was hatte ich da jetzt? Da hatte ich jetzt irgendwie keine Möglichkeit. Da muss ich wahrscheinlich einfach schneller sein am Anfang. Direkt. Direkt. Unmittelbar. So. So muss ich das machen. Okay. Schnell. Steh auf. Steh auf. Ich habe keine Geduld dafür. Für dich. So. Einfach rennen. Hä? Renn. Ja, nee. Okay. Okay, dann weiß ich erstmal auch nicht. Dann werde ich einfach stehen bleiben und warten, dass er müde wird und einschläft. Oder abkratzt, weil er so alt ist. Oder kann ich zurücklaufen? Ach ja. Es geht schon sehr gut los. Es geht sehr gut los. Ja. Ja, also ich warte dann jetzt einfach mal ab. Denn ich weiß nicht, was der sonst von mir will. Hast du es dann? Wahrscheinlich ist es schon wieder der falsche Weg und ich stehe mich hier 10 Jahre dumm und dämlich. Aber irgendwie, wohin soll ich denn sonst? Soll ich gegen dieses Ding springen oder was? Nee, das will auch nicht. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich auch nicht. Nice. Nice, einfach nur nice, you know. Also, ich kriege hier gerade richtig Hunger einfach. Habe ich jetzt einfach mal so nebenbei erwähnt. Ja, weiß nicht. Die Ratte ist gerade irgendwo da lang gelaufen. Das geht aber auch nicht. Nach oben? Nö. Tja, ich weiß wirklich nicht. Ich weiß wirklich nicht. Ich kann ja nicht an dem vorbeirennen. Der greift mich jedes Mal. Und die will nicht da hinten lang. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich muss schon nach rechts.
Muss ich die Lampe ausmachen vielleicht? Ich glaube auch nicht. Der ist ja eh blind. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß halt auch nicht, ob das jetzt schon zu spät war, ob ich hätte davor reagieren müssen, ob ich doch hätte schnell sein müssen. Weil jetzt fühle ich mich halt so getrappt. Ich weiß nicht, wo lang, was ich tun soll. Beide Richtungen sind schlecht. Oben geht nicht, unten geht nicht, vorne geht nicht, also hinten geht nicht, hier geht nicht. Also ich kann eigentlich nur noch mal versuchen zu rennen, aber das wird nichts. Höchstens, wenn ich schlitter. Oh, ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, aber es hat geklappt. Ich nehme es an. Ich beschwere mich nicht, also. Darüber beschwere ich mich jetzt aber schon, denn what the hell? Oh. No, I don't want to. Oh mein Gott, ich bin mir. Ja. Ja, sorry, jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst. Ich habe gerade auf mein Handy geguckt, weil ich die Zeit im Blick behalten wollte. Okay, los. Mal wieder im Eiltempo. Ja, das hatte ich schon mal irgendwo in einem Trailer oder irgendwo im Let's Play gesehen. Ups. Da muss man sich irgendwie ultra beeilen und ich habe keine Ahnung mehr, was man da machen muss. Scheiße. Nein. Oder war das überhaupt so, dass man das hier machen muss? Oder muss? Man muss irgendwie hier dran ziehen. Ah ja, okay. Komisch. Ich werde es nochmal versuchen. Das war ein Satz mit X. Das war aber auch nicht meine Absicht. Ich bin mir halt sau sicher, dass man da auf diese Kiste springen muss oder was es da ist. Okay, ich glaube, es war richtig, aber ich habe die falsche Taste gedrückt. Passiert. Okay, ich warte. Greif in alle Richtungen, wo auch immer du hin willst. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich wieder nicht. Nein. Komm. Ich will das hinkriegen, weil ich hab keine Lust mehr auf diesen Typ. Ey, kotzt mich an. Mach. Nein. No. Oh no. No.
Nein, 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 das wollte ich nicht. Ich bin doch eben auch dahin gekommen. Wie habe ich das gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich muss ein bisschen abwarten, bis der dann anfängt, da hochzugreifen. Dann weiß ich nicht. Und dann ziehen. Yes. Ich glaube. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass das die Szene ist, wo der Typ. Naja, ich verrate lieber noch nichts. Es geht ja auch noch weiter, wie ich gerade feststellen muss. Alle guten Dinge sind drei. Yes, yes, yes. Weil seht ihr, jetzt sind diese Dinger hier, die sind einfach ab. Das ist einfach ab. Von daher kann der mich mal am Arsch lecken, to be honest. Sehr befriedigend, das Gefühl, dass ich den los bin. Okay. Es sieht ein bisschen danach aus, als habe ich wahrscheinlich das nächste Kapitel oder Level abgeschlossen. Mal sehen. Ich denke mal nicht, dass das Spiel an dieser Stelle schon vorbei ist. Es ist zwar ein relativ kurzes Spiel, aber ich glaube, so kurz dann auch wieder nicht. Ja, ich werde dann auch demnächst mal eine Pause einlegen und etwas essen. Und vielleicht werde ich das einfach schon an dieser Stelle tun, denn es sieht danach aus, als sei das halt das nächste Kapitel. Und es würde sich dann ja, es würde ja gut passen. Von daher vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge. Bis dahin.